So, aber weißt du, was schön ist? Wir sind anscheinend immer noch in der Gruppe. Ja. Das war ja bei der Preview quasi nicht so. Du musstest dir immer wieder neu einladen. Okay, dann reden wir mal mit dem. Wieso will denn da jetzt? Freelancer? Danke für die Rettung. Der Ärger kam unerwartet. Hängst du oft so außerhalb der Mauern herum? Berufsrisiko. Aber dieses Mal war es anders. Irgendwas stachelt die Ska auf. Ich denke, es ist das Dominion. Wir glauben, dass es zurückgekehrt ist. Ich bin sicher, Sie haben schon von Freelancer Yarrow gehört. Ach, ich glaube, Tessin hat recht. Es fühlt sich so an wie vor dem Angriff auf Freimark. Dem, der das Herz des Zorns ausgelöst hat? Ich kenne die ganze Geschichte nicht richtig. Ich schon. Vieles, was ich jetzt erzähle, ist weitgehend unbekannt. Mein Mündel, Jani, war dort vor 10 Jahren. Sie sah es mit eigenen Augen. Es ist allgemein bekannt, dass Freimark eine der größten Städte Bastions war. Uralt, stolz, glorierend. Aber am wichtigsten, sie beherbergte die größte Enklave von Freelancern überhaupt. Die Freelancer und die Sentinels, die Wächter der Mauern, schützten Freimark und seine Bewohner vor dem Chaos unserer Welt. Bis eines Tages das Dominion auftauchte, die grausamen Eroberer aus dem Norden. Das Dominion, die Sentinels und die Freelancer kämpften an jenem Tag um Freimark. Jede Gruppe behauptete, Nachkomme von General Tarsis und ihrer Legion der Dämmerung zu sein. Einer unserer besten, Freelancer Adams, führte den Sturmangriff an, als die Enklave dem Dominion entgegentrat. Meine Jani meint, dass die Armee riesig war. Dr. Harkin führte das Dominion an. Ein Mann, der zuvor und seitdem nie gesehen wurde. Er wollte die Stadt um jeden Preis erobern. Und so kämpften sie. Umzingelt, in der Unterzahl und unterlegen kämpften die Freelancer. Eine Weile schlugen sie sich gut. Doch die Mauern des prächtigen Freimarks gaben nach. Das Dominion strömte herein. Adams und viele Freelancer gingen vor den Stadtmauern fürs letzte Gefecht in Stellung. Andere, wie Jani, blieben zurück, um zu helfen. Plötzlich, ohne Vorwarnung, fielen die Sentinels zurück. Und nun erzähle ich dir, dass Jani inmitten der Stadt herausfand, was die Sentinels schon wussten. Das Dominion wollte Freimark nicht zerstören, sondern ein altes Gestalterrelikt erobern, das tief im Inneren der Stadt beschützt wurde, den Kenotaph.
Dr. Harkin glaubte wohl, dass er einen Weg für das Dominion gefunden hatte, um die Hymne der Schöpfung mit dem Kenotaph zu kontrollieren. Hochmut. Die Hymne lässt sich nicht kontrollieren. Der schreckliche Kataklysm, der an jenem Tag losbrach, zerstörte Freimark, zerstörte das Dominion, zerstörte alles. Dieser Kataklysm wurde das Herz des Zorns. Einige überlebten, um die Geschichte von Freimark zu erzählen. Nicht viele. Das Dominion muss einen Grund für seine Rückkehr haben. Offenbar muss ich noch mehr Informationen auftreiben. Kommen Sie später noch mal bei mir vorbei. Oh ja, ich auch. Ich melde mich bei dir, wenn ich etwas habe. Ich werde in der Enklave sein. Neue Fraktionssystem. Hallo. Ich dachte mir schon, dass dich dein Weg früher oder später zu mir führt. Du bist der neue Freelancer, von dem man mir erzählt hat. Nur Gutes, hoffe ich. Oh, es ist alles gut. Die Tatsache, dass überhaupt jemand über einen Freelancer spricht, ist noch besser. Prospero, mein Name. Ich wette, du bist der, auf den ich gewartet habe. Ach ja? Wieso das? Du weißt, dass es bei Freelancern um mehr geht als nur einen Job. Es geht um Stolz. Stolz, etwas gut zu machen. Stolz auf deinen Javelin. In letzter Zeit eher nicht. Inakzeptabel. Wer will sich schon in einen Kampf stürzen und dabei schlicht und einfach aussehen? Was für einen Eindruck hinterlässt das denn? Nicht, wenn man hinfliegen und wie der leibhaftige Donner aussehen kann. Eine Faust voller Blitze in einer Hand und einen Hagelsturm in der anderen. Eine farbenfrohe Schilderung. Das ist mein Job. Wenn Lancer Eindruck machen wollen, kaufen sie was Besonderes für ihren Javelin, wie individuelle Aufkleber oder Anzugteile. Dann kommen sie zu mir. Zumindest früher. Es gibt keine Nachfrage. Die Schmiede kann heutzutage nichts mehr herstellen. Ich hoffe, du kannst das ändern. Wie kann ich helfen? Wir müssen sie wieder befeuern. Dafür wird Ember benötigt. Und jemand mit Mumm, um es einzusammeln. Finde etwas, dann bin ich wieder im Geschäft. Wir beide sind es. Ich bringe dir bei, wie man Dinge herstellt. Also gut, ich mach's. Genau das wollte ich hören. Du musst außerhalb des Forts nach Ember suchen. Bring es her und wir können damit beginnen, den Laden hier wieder auf die Beine zu stellen. Mach ich. Okay. Gut. Jetzt muss ich irgendwie zum Bathwasser gehen, Postpay, die hier treffen. Was ich jetzt machen? Was hab ich jetzt? Was neue freies Spiel habe ich jetzt freigeschaltet? Ja. Wir müssen freie Expedition machen, quasi. Also ich muss ja genau nachher also gesammelte Erbstücke 0 von 3 freies Spiel Feuer machen, ne? Genau. Ich hab noch Sachen, die ich noch verkaufen musste, sollte, glaube ich. Achso, du kannst ja nur wählen, du bist der Horst. Ich bin ein Horst. Ich wollte schon mal alles einstellen, aber gut. Könnte doch hier irgendwelche Sachen verschrotten.
gut, dann gehen wir mal. Sehe ich dich in der Stadt auch dann auch drin? Nee, ne? Nee. Wir sehen uns da nicht gegenseitig. Jetzt mache ich mal los. Verfolgte Mission, freies Spiel. Gehen wir einfach mal auf freies Spiel, ne? Ja, das müssen wir ja machen. Ich kann noch nicht starten, weil du noch nicht bereit bist. Ach schade, kostet 36.000. Das wäre cool. Von Mass Effect das Symbol. Kann man kaufen, von Mass Effect. So. Es lädt gerade. So, bereit. Also die wichtigsten, also die Spieler habe ich, die wichtigsten Spieler habe ich sowieso immer auf einer Extra-Platte. LOL. Was? Level 29? Nein, nicht wegen dem Level. Dreimal die gleichen. Ja, die Frage ist halt, wo gibt's dieses Zeug, ne? Was mal so.
Ja, 2 von 3 hatten diese komischen. Das waren glaube ich diese komischen roten Dinger, dachte ich. Na, Emberstücke 0 von 3. Ich hab schon 2 von 3. Ja, du bist schon bei Mission Feuer machen, oder? Ich bin freies Spiel Feuer machen, genau, ja. Okay. Warum musst du was anderes sammeln wie ich? Ska, pass auf dich auf. Ich muss gesammelte Emberstücke muss ich sammeln. Ja, muss ich auch. Wo hast du die jetzt her? Die lagen teilweise auf dem Boden, die du aufgesammelt hast. Okay. Komisch. Region. Also ich habe immer noch 0. Weg zu dir. Auf, da sind noch mehr unterwegs. Oh shit, ich brauche Apparatur. Ska nähert sich rapide. Er wird ziemlich gefährlich. Viel Glück. Bist du? Na, immer noch dort. Ach, da. Die kommen doch hier alle. Ja, Moment, Moment. Kein Schiff. Ich weiß auch nicht, wo die anderen zwei Nase sind. Die sind irgendwo, weil die ja auch im freien Spiel irgendwo sind. Haben wir uns aber erstmal Munition irgendwo sammeln. Rockmunition. Du musst zu diesem Sentinel. Warte auf Reparatur. Die Frage ist, ob ich es überlebe. Kein Stress. Komm schnell, einer hier erstmal schnell weg. Ich hab nicht mehr viel. Wenig Gesundheit. Wir sind fast durch.
Ah, ich konnte gerade noch meine Ulti einsetzen. Gut gemacht, und da gibt's auch eine schöne Kiste. Ach guck, die zwei sind jetzt wieder. Nee. Ah, das waren diese komischen. Nee, die zwei sind immer noch nicht da bei uns. Oh, Emberstücke, jetzt habe ich 2 von 3. Jetzt habe ich 2 von 3. Ja, ich auch. Aber ihr habt aus der Kiste auch was bekommen? Ja, Waffen und sowas. Hab ich gerade nicht gesehen, muss ich später mal gucken. Du mal erst, lass uns mal erst mal ein bisschen. Warte, hier ist eine Rüstung. Ach, das hast du gemeint. Ja, klar, oben links. Da, wo mein Name steht. Also bei dir steht ja mein Name. Und da hast du so ein Radar. Ja, und dann steht. Und Radar ist wie so eine Art Richtungsanzeige. Ja, genau. Das ist ja cool. Hier drinnen, in der Höhle. Gucken, was drinnen? Nee. Schade. Oh, Ember gefunden. Ja. 3 von 3. Hat er wartet das grüne Zeug. Ach, warte, hier ist noch ein Elite. Hier sah aus wie was Größeres. Hab ich keine Munition mehr. Was ist das hier? Gut, das war looten hier. Das hier, ob da war irgendwas hier drin. Jo. Ob du das auch siehst? Ja, ja. Muss doch dringend irgendwie sehen, dass ich irgendwie eine bessere Waffe oder irgendwie ein Upgrade kriege, wo ich mal Munition habe. Was ist hier drin? Oh. Auch noch was zu looten. Geil, wie die Sonne hier so reinscheint. Der Schatten verändert sich ja. Sieht man hier richtig. Ein Wort der Warnung. Ich empfange extreme Gestalterenergien. Hey, bei mir ist was noch mehr. Stieg verzeichnet. Muss ein Gestalterrelikt sein. Spüren wir es auf. Skarmin. Ganz üble Dinger. Das Relikt ist instabil. Pass auf dich auf. Wir
müssen alle Fragmente in der Nähe finden und sie zum Gestalterdelikt zurückbringen, um es einzudämmen. Ja, das müssen wir da ranmachen, aber wo ist es? Ja, die in der Fläche, alte, in der Schatte. Das wird dir eins ungefähr so angezeigt, bis auf der Koppel. Fläche 1 hab ich schon gefunden. Ja, ich hab auch eins. Nicht nachlassen. Ich sehe es gar. Sie kommen auf dich zu. Jo, aber noch eins. Da ich mich aber nicht groß wehren kann, ist es gerade so ein Problem. Alles klar, mach weiter so. Meister. Foot 6. Ja, hab's letzter. Wie soll ich denn hier was machen ohne irgendwelche Munition? Oh, es ist ein Level 3 zum Beigetreten. Oh, ich brauch Reparatur. Ja, ich auch. Also, noch nicht ganz, aber. Komme. Dankeschön. Und es ist ein Level 4 noch eingetreten. Wo komme ich hin? Wo komme ich am besten mal Munition her? Shit. Ich brauche ja Heilung. Nein. Scheiß Bomben. Leise. Liegst du auch am Boden? Ja, ja. Tja, jetzt können wir nur warten, ne? Naja, doch, wir können F drücken, also vor Respawn. Einfach F gedrückt für Respawn. Okay, dann kannst du mich ja dann heilen, oder? Heilen. Naja, ich ja noch. Ich muss das mal anfliegen. Ach so, dann geh ich mal schnell Peppi machen.